Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute die Flop-Produkte aus dem High-End-Bereich. Für mich Flop-Produkte. Und los geht's. Ja, ihr wisst, dass ich nicht so gerne Produkte... schlecht rede. Ja, es sind halt einfach Produkte, wo ich finde, dass es den Hype nicht wert ist, beziehungsweise auch einfach der Preis-Leistung nicht unbedingt stimmt. Man muss sich aber auch immer im Auge behalten, dass jeder eine andere Haut hat, beziehungsweise auch jeder eine andere Vorstellung von manchen Produkten hat. Deshalb variiert das wahrscheinlich ziemlich, aber das ist halt meine Meinung zu den Produkten und ich zeige euch jetzt die Flops. Fangen wir bei MAC an, denn mit MAC habe ich auch in den Top-Produkten aus dem High-End-Bereich angefangen. Das Video dazu ist schon online. Von MAC habe ich leider hier einige Produkte, die jetzt nicht gerade unbedingt schlecht sind, habe ich ja schon gesagt, aber halt ich einfach den Preis nicht verstehe. Halt Preis-Leistung, beziehungsweise manche Produkte sind auch sehr, sehr gehypt oder waren sehr gehypt. Ja, deshalb. Und zwar fangen wir gleich hier mit an. Das ist das Gesichtswasser von MAC, das Prep and Prime Fix Plus. Ja, es ist kein Fixing Spray, sondern einfach nur ein Feuchtigkeitsspray, das das Puder aus dem Gesicht nimmt und ein bisschen, ja, nicht so trocken aussieht. Und ja, ich finde halt einfach, dass es in der Drogerie wirklich auch schon sehr, sehr tolle und gute Gesichtssprays, Gesichtswasser etc. gibt. Deshalb verstehe ich halt auch nicht, warum man dann zu einem 20, 25 Euro Wasser greift. Ja, ich habe es auch getan, denn ja, ich wollte natürlich auch wissen, warum das Produkt so gehypt ist. Deshalb habe ich es mir gekauft und das ist auch schon ziemlich lange her. Ich möchte es jetzt einfach aufbrauchen. Hier ist auch nicht mehr viel drinnen. Was mich hier aber auch ein bisschen stört, ist der Sprüher. Also wenn man hier sprüht, es ist zwar jetzt nicht so extrem, aber es gibt zum Beispiel von Balea die Gesichtssprays, die sprühen sogar feiner als das hier. Dann denke ich mir halt, warum soll ich dann zu diesen hier greifen? Also das ist einfach für mich nicht ganz nachvollziehbar. Deshalb werde ich es mir auch nicht mehr nachkaufen. Weiters habe ich hier die Strobe Cream von MAC. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber auch jetzt nicht so bombastisch. Ja, man hat ein bisschen ein glowy Gesicht, aber das hat man mit anderen Produkten auch. Aber wie gesagt, ja, schlecht ist sie nicht, würde ich mir aber auch nicht mehr nachkaufen. Wie ihr sehen könnt, kaufe ich meistens diese kleinen Reisegrößen, da ich es nicht einsehe, mir gleich ein großes Ding zu kaufen, obwohl ich gar nicht weiß, ob es mir gefällt. Ja, ist auf jeden Fall für mich kein Produkt, was ich unbedingt nochmal haben müsste. Dann haben wir auch ein sehr, sehr, sehr gehyptes Produkt und zwar der MAC Pro Longwear Concealer in der Farbe NW20. Ich finde, dass der für mich halt einfach auch zu austrocknend ist. Vielleicht ist das für Leute mit öliger oder auch Mischhaut sehr gut. Jedenfalls für trockene Haut finde ich den nicht so gut. Und ja, den habe ich auch schon sehr, sehr lange zu Hause. Ich verwende ihn eigentlich nicht. Schade drum, denn der hat auch auf jeden Fall mehr gekostet als manche andere Produkte aus der Drogerie, die ich als Concealer viel lieber verwende. Deshalb schade drum, ja. Vielleicht kann ich ihn mal leer machen, im Sommer vor allem, denn das ist doch schon eher eine etwas dunklere Farbe, wie ihr sehen könnt, vor allem als Concealer. Aber ich würde mir auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen. Und dann habe ich noch diese Lippenstifte hier von MAC. Da habe ich auch einige hier hinten stehen. Und zwar sind das im Ganzen 5 Stück und ich habe einmal hier den Snope. Das ist eher ein sehr, tja, rosa Lippenstift. Den verwende ich eigentlich fast gar nicht. Dann habe ich Myth und der ist sehr, 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 sehr austrocknend und sieht aus wie, tja, tote Lippen, würde ich jetzt sagen. Der ist einfach sehr, sehr hell auch, aber
Ich finde ihn einfach zu austrocknend, obwohl er ein Satin-Lippenstift ist. Dann habe ich hier noch den Ramblin' Rose in der Frosty Edition. Und zwar ist das mit so ein bisschen Schimmer und das gefällt mir gar nicht. Auch die Farbe sagt mir überhaupt nicht zu. Hier am Handrücken finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, aber meine Lippenfarbe, meine natürliche Lippenfarbe ist schon sehr, sehr dunkel und deshalb sieht das bei mir dann nicht so toll aus, finde ich zumindest. Diese zwei Lippenstifte von MAC finde ich eigentlich vom Ton her total gut, aber ja, ich finde halt einfach um den Preis, die Haltbarkeit etc. bekommt man in der Drogerie auch und um den Preis muss es jetzt nicht unbedingt MAC sein. Die sind halt auch schon sehr, sehr alt. Deshalb, ja, dazumals war die Drogerie noch nicht so gut. Ab zur heutigen Zeit, finde ich, kann man da auch einen Lippenstift in der Drogerie holen und man hat fast dasselbe Ergebnis. Und da habe ich einmal hier Velvet Teddy, das ist dieser hier. Und dann den im Satin, der Cherish, den finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Von der Farbe, aber wie gesagt, Preis, Leistung, ja. Dann habe ich mir unbedingt eingebildet, musste die Estee Lauder Double Wear Foundation her und die habe ich mir geholt in der Nummer 1 W2 Sand und ja, viel zu austrocknend für meine Haut. Sie ist wahnsinnig gut deckend, von dem her brauchen wir nicht sprechen, aber einfach für meine Haut viel zu austrocknend, ja. Also würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen, aber von der Deckkraft ist sie wirklich sehr gut. Dann habe ich hier von The Balm einen Lidschatten, den man aber auch als Rouge verwenden kann, also auch als Blush verwenden kann. Und eigentlich ist es eine sehr, sehr schöne Farbe, aber da finde ich den von MAC doch einen Tick besser. Den seht ihr in meinen Favoriten, aber ja, ich verwende ihn eigentlich nicht und es ist schade drum, denn der war auch vom Preis her nicht günstig. Dann habe ich hier von Benefit den Augenbrauenstift und zwar nicht den Precisely My Brow, sondern den Goof Proof Brow Pencil. Der ist auch etwas dicker her vom Stift und da muss ich schon ehrlich sagen, dass der weder präziser ist noch sonst irgendwas. Den würde ich mir auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier von Becker den Backlight Priming Filter, den muss man nicht haben, kann man, aber muss man nicht. Vom Preis her natürlich auch ein stolzer Preis, aber ist natürlich auch nur eine Reisegröße, deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Ich habe ihn auch schon fast leer gemacht, denn ich versuche ja die Produkte auch aufzubrauchen und nicht einfach vergammeln zu lassen. Ja, muss ich aber mir auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen. Die Foundation hier ist die CC Cream von IT Cosmetic, die eigentlich, ja, Vor- und Nachteile hat. Also sie ist mit einem Lichtschutzfaktor von 50, also perfekt für den Sommer. Ich habe sie mir auch in einer etwas dunkleren Farbe gekauft, da sie eigentlich nur für den Sommer gedacht ist. Die deckt auch Augenringe ab und da braucht man keinen Concealer mehr etc. Natürlich, je mehr Deckkraft, was die Produkte haben, desto trockener, finde ich, ist das auch fürs Gesicht. Und ich liebe es einfach, flüssige Foundation zu verwenden. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon bereits von mir. Deshalb muss ich auch ehrlich sagen, ist sie mir ein bisschen zu austrocknend für meine Haut. Das ist auch so ein Produkt, was ich nicht ganz so weiß, ob ich es zu Favoriten oder Flop-Produkten geben würde. Ja. Ist, finde ich, so ein Mittelding von Nude by Nature. Nude by Nature hat wirklich sehr gute Inhaltsstoffe. Das Produkt an sich finde ich auch wirklich sehr gut, nur also wie soll ich sagen, ich wollte einfach mal mehr zu Creme-Produkten greifen. Aber das Endergebnis ist jetzt nicht so, so toll wie Ergebnis vom Mary Luminizer oder von Becker, der Highlighter. Den finde ich dann doch noch einen Tick besser, zumindest vom Endergebnis her. Aber ja, das ist halt so ein Cream-Highlighter, was eigentlich perfekt ist für trockene Haut. Aber wie gesagt, das Endergebnis gefällt mir dann doch vom Mary Luminizer oder auch von Becker etwas besser. Das ist jetzt hier der Highlighter. Und wenn man ihn dann auch verblendet, dann ist er halt nicht so extrem. Also für einen sehr natürlichen Glow oder sehr natürlichen Highlighter ist der perfekt. Aber so ein Wawoom
Highlighter ist es auf jeden Fall nicht. Zu guter Letzt habe ich von MAC hier noch ein Produkt und zwar ist das ein Liquid Lipstick, also ein Liquid Lip Color und zwar Retro Matte in der Farbbezeichnung Lady Be Good. Finde ich jetzt eigentlich auf jeden Fall besser als die Lippenstifte, aber er trocknet halt auch die Lippen aus. Ich weiß, Liquid Lipsticks trocknen die Lippen einfach aus, aber ich habe mir halt bei einem High-End-Produkt doch eher erhofft, dass es nicht so austrocknend ist wie die Liquid Lipsticks aus der Drogerie vielleicht, aber dennoch trocknet ja auch die Lippen genauso aus, da finde ich Banana Beauty auf jeden Fall einen Tick besser. Tja, meine Lieben, mich würde mal interessieren, ob ihr ein Flop-High-End-Produkt zu Hause habt und wenn ja, welches? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.